Feierlich, das waren schon Eier. Das waren schon ein paar Eier, du. Das war frisches Eierfest. Da hättest du Eierkuchen draus. Das wäre cool. Ich habe mir ja damals schon mal solche Mods gewünscht. Einfach so Eierkuchen oder Spiegelei oder so. Das wäre schon ziemlich geil. Das, was weiß ich, nimmst du dir drei Eier und machst daraus ein Spiegelei. Das heilt zwei Herzen wie so, oder zweieinhalb wie so ein Brot. Das wäre schon ziemlich geil. Könntest du hier anfangen mit? An sich schon, gell. Ich brauche jetzt noch... Finde ich die Eier ja schon eigentlich größtenteils einfach nur sinnlos irgendwo rum. Ja, aber es ist einfach cool, wenn du weißt, du hast so viele. Ne? Das ist einfach immer dieses... Ja, haben. Na, das ist ja bei dir sowieso immer dieses Massenproduktionsdenken irgendwie. Ja, ich muss sagen, im Let's Play hält sich's aber an Grenzen. Abgesehen von den Eiern habe ich jetzt noch nicht so die Vernichtungswaffen gebaut. Massenproduktionswaffen meine ich natürlich. Naja, das hat sie ja auch gesagt eigentlich, dass du im Let's Play dich da ja ein bisschen zurückhalten willst, dass das nicht so schnell überhand nimmt. Das Problem ist aber, wenn man es wirklich zu schnell macht, liebe Kinder, dann wird es irgendwann langweilig. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe jetzt so viele Dinge hier eingebaut, dass ich gar keinen Weg mehr habe ins Haus. Ich glaube, ich reiß das dann hier wieder raus. Und dann mache ich hier eine Tür rein. Das versteht der Wolke natürlich auch vollkommen, was ich jetzt vorhabe, weil der Wolke ist ja dabei mit. Der sieht genau, was ich ja tue. Und ist einfach begeistert. Oder? Ja, nee. Ja. Ja, nee. Bin da voll. Steckst voll drin. Mit einer Geschichte drin. Also das, ich bin nur gerade etwas verwirrt. Mich hat gerade ein Zombie gekillt, den ich eigentlich schon fünfmal in den Kopf geschossen hatte. Aber naja, gut. Egal. Tja, das steckst du nicht drin, ne? So. Nee, das... Das ist ganz schlimm, das sagt meine Mutter in letzter Zeit immer diesen Satz. Denke ich mir auch immer so, Klingt aus deinem Mund ganz schön falsch. Ja, ungefähr so, ne? Das möchte man von seiner Mutter eigentlich nicht so hören. Habt ihr Eltern, die peinliche Sachen tun? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Wer hat jetzt schon wieder der Zeit? Also, mich echt mal interessieren, ob's Eltern, ob das nicht nur mir so geht, dass Eltern manchmal, oder... Allgemein, ich habe jetzt nur noch meine Mutter, mein Vater wohnt ja nicht mehr bei mir, aber würde mich interessieren, ob andere Eltern auch so peinliche Sachen manchmal tun. So vollkommen unüberlegt natürlich. Ja, ja, da bist du nicht alleine. Also ich meine, das ist ja an sich nicht unbedingt immer schlimm. Nö, es ist einfach manchmal belustigend. Aber manchmal kommt es auch, ich sag mal so, an falschen Stellen. Ich sehe dir so, nein. Bitte sag das nicht. Ach ja. Irgendwann sind wir selbst mal groß, haben selbst alle Kinder, also hoffentlich. Und dann denken diese Kinder sich das über uns. Ja, die denken, da stehen wahrscheinlich auch, dann denken sie so, ach du Scheiße, was labern die? Nein, Papa, du es nicht. Na, aber da musst du es mit Absicht machen, einfach nur um zu ärgern. Ja, ich glaube, so einer bin ich dann später auch. Ja. Vornehm schon mal für später. Vornehm schon mal für später Kinder ärgern. Was hast du dir dieses Jahr vorgenommen? Och, meine Kinder in den Wahnsinn treiben. Oh, okay. So, jetzt habe ich hier mal einen ordentlichen Weg hingebaut. Ich überlege bloß, ob das da hier oben gut aussieht. Besser mit. Es gibt jetzt auch zwei neue Holzarten, lieber Wolke. Es gibt jetzt einmal das Schwarzeichenholz, so nennt sich das. Das sieht in dem Texture Pack, was ich jetzt habe, gar nicht mal so schlecht aus. Das ist so ein kakaobraunes Holz. Sieht echt total nice aus in dem Texture Pack. Echt, okay. Sieht voll geil aus, muss man sagen. Aber ich glaube, ich versetze die Tür versetzt. Wie heißt das? Schwarzeichenholz. Schwarzeichenholz, aha. Und dann gibt's noch ein anderes, das ist, ich glaube, boah, was war denn das? Ich glaube, das war Mangrovenholz oder sowas. Ja, Mangroven gibt, es gibt ja jetzt auch Tiger und so, und es gibt ja jetzt auch Canyon, so mit richtigen, das ist so eine Mischung zwischen Lehm und Sand. Also Land. Okay. Oh mein Gott.
irgendwie wegen dem schlechten Witz, der ich verschluckt, ey. Nee, gibt's, also ich habe auch schon Packeis gesehen auf dem Multiplayer-Server. Übelst geil. Es dauert übelst lang, das abzubauen, Packeis, aber das schmilzt absolut nicht. Das kannst du auch im Hochsommer irgendwo hinstellen. Das finde ich mega geil einfach mal nur. Du kannst das einfach irgendwo hinstellen und ja, Packeis halt, ne? Kannst damit geile Eispalaste bauen, mitten im Sommer. Ist doch was Cooles, oder? Was meinst du? Hat was. Ich überlege nur gerade, was war ein Packeis im Real Life nochmal? Das ist am... das ist am... Antarktis oder so, wenn du diese riesigen Eisblöcke hast, die dann manchmal abdriften und dann wirklich hunderte Kilometer übers offene Meer treiben und nicht schmelzen. Das ist einfach so kaltes, komprimiertes Eis, ich glaube, ich erzähle jetzt nichts Falsches, dass das nicht so schnell schmilzt. Okay. Du hast ja normalerweise so dieses Eis, was du so normalerweise kennst, so 20 cm dick oder so, das ist auf dem See oder so. Und dieses Packeis ist dann wirklich, also im Real Life, das ist Baum gewachsen, zumindest im Real Life ist das wirklich 5 Meter dick oder so. Und es ist auch wirklich so ein Biom, das ist natürlich cool. Es ist so ein Biom, da kommst du rein, als ich das gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, da hat einer Spaß gemacht mit Eis. Du kommst in diesem Biom rein, das ist eine klasse Schneelandschaft. Und in dieser Schneelandschaft ragen wie Bäume, das ist wirklich so oft wie Bäume gibt es die Dinger, ragen da einfach nur 10 Blöcke hohe Eiszapfen aus dem Boden heraus. Sieht aus, als wenn du in einem, sehr cool, als wenn du in irgendeinem Anime bist und irgendein Eiszauber da auf dem Land liegt oder so. Besser kann ich es jetzt auch nicht beschreiben. Ja. Sah echt total episch aus. Glaube ich dir. Aber, oder? Also ich weiß nicht, weil es hat gerade geklingelt. Ich weiß nicht. Ob... also wenn meine Mom da jetzt hingeht, dann muss ich nicht hingehen. Aber es könnte sein, dass ich gleich nochmal fix weg muss. Ja, du bist ja nur Co-Moderator, das ist ja nicht so schlimm. Es wird schon wieder Nacht. Aber mit der Decke sieht das jetzt richtig geil aus, ey. Das Holz gefällt mir mal voll, ey. Ja, also wenn ich das irgendwann mal wieder installiert bekomme, dann... ja, der Wolke hat ja jetzt einen neuen PC, da muss ich erstmal das mal drauf installieren. Naja, nicht neuen PC, ich habe nur mein Windows 7 neu drauf gespielt. Ach so. Der neue PC dauert noch ein bisschen. Das, ah, den holst du dir auch noch. Ah, es müsste jetzt trotzdem schneller laufen. Es müsste jetzt trotzdem schneller laufen bei dir, oder? Ja. Ne, warte mal kurz. Und da ist er weg, der Wolke. So, na, da basteln wir uns mal hier so ein bisschen wieder die Treppe nach oben. Ich will gar keinen zweiten Stock draufhauen. Gar kein zweites Stock. Ja, ich bin so ein Stock. Ich möchte hier also ein Flachdach draufhauen. Und dann machen wir hier vielleicht einen glitzekleinen Dachboden drauf. Ich weiß nicht, wie das im Endeffekt aussieht. Ich weiß bloß nicht, was wir für ein Holz nehmen. Ich glaube, wir nehmen dann Erholles. Ja, genau. Wir nehmen Erholles-Holz. Ah. Flup, flup. Wir würden Birkenholz versuchen. Birkenholz, flup, flup. Und ich würde sogar was ausprobieren wollen noch. Lasst euch überraschen. Es wird sicher wunderschön. Wie das immer so ist. Okay, lassen wir das. Schwarzeichensetzling. Okay, habe ich überhaupt noch was zu essen? Ja, sieben Holzkeulen. Was ist denn heute los? Sieben Holzkeulen, was will ich denn? Bam 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 bam. So, ich packe einfach mal hier immer so einen Glowstone rein. So, da noch einer rein. Und da noch einer rein. Dann muss da noch einer rein. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Was meint ihr? Wenn ich hier so immer im Muster so Glowstone reinpacke, brauche ich natürlich ein paar mehr Glowstone, ne? Das ist natürlich klar. Aber ansonsten nicht zu übertrieben. Dann würde ich hier, da, noch ein paar sind es noch, reinpassen. Und hier oben wollte ich versuchen, was habe ich denn für Holz genommen? Hier habe ich das Schwarzeichenzeug genommen. Das passt mir ja wunderbar in den Kram. Dann würde ich nämlich... wie machst du denn das? Moment, da muss ich mal überlegen.
Da würde ich sogar kein... Da würde... Nee, da packen wir kein Flachdach drauf. Da packe ich nämlich jetzt hier drei vorerst. Drei nach oben. Muss ja nicht hoch sein. Aber drauf liegen sollte es schon. Autsch! Die ist halt wie Horn. Moment. Na, ja, passt schon. Ich denke mal nicht, dass jetzt ein Zombie herkommen wird. Ich hoffe es mal nicht. Nö. Ach so, schon eine schöne, ja, ist schon eine schöne Idee, mal so ein Haus hin zu basteln hier. Dann würde ich... Oh, das reicht sogar. Dann würde ich nämlich hier so ein Geländer hinbasteln und wir bauen uns hier so ein kleines Vordach noch drauf. Damit wir sozusagen auch nochmal hier ins Tal gucken können von hier aus, so, weil von hier aus hat man ja den besten Ausblick, mit dem da drüben natürlich dann. Müsste ich nur kurz gucken, wie ich das hinmache. Ist ja doch schon edles Haus, kann man nicht anders sagen. Also, das zeugt auf jeden Fall von Geld, dieses Haus. Vielleicht irgendwas Spielerisches so. Ich probiere mal ganz kurz was. Ja, ich glaube, das ist eher nicht so toll. Sieht ja aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ah gut, dann passt es ja zur Welt. Nun lassen wir es bleiben. Nee, tun wir direkt. Gut, dass wir die Spitzhacke haben, mit der wir das Glas behutsam abbauen können. Aber ich würde trotzdem so was Spielerisches versuchen wollen. Ich weiß bloß nicht wie. Man könnte ja eventuell das so hier probieren. Also das geht nicht, weil da drüben der Zaun anders ist als hier. Wieso bist du so anders, Zaun? Moment. Da passt jetzt aber alles nicht mehr. Okay, wunderschön. Klack, klack. Und dann packe ich klack, klack da noch was hin. Und dann kommt hier... So, kommst also hier raus und musst dann erstmal... Na, es ist auch... Was ich mir gerade vorgestellt habe, ist so... Wie so, als wenn du hier in so einen Raum reinkommst, dann musst du erstmal so drum rumlaufen, aber das ist ja auch doof auf so einem Balkon. Erstmal so Glas, erstmal mit Glas herumlaufen, wunderschön. Ich habe auch sonst nichts zu tun in meinem Leben. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben. Dann kommt schon Zombie an, ich sehe ihn schon, ich höre ihn schon, ich rieche ihn schon. Die riechen ja nicht unbedingt angenehm. Ich meine, wenn du 3000 Tage tot bist, 3000 Tage ist auch eine gute Zeitangabe, auf jeden Fall, wenn du eine längere Zeit tot bist, riechst du ja nicht besonders angenehm. Einige von euch kennen das sicher. Also, ja, gut, ja, nicht wirklich. Okay, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Aber, in dem Moment, ich habe eine bessere Idee. Eine viel bessere Idee. Oh. Kaputt gemacht. Ich muss gleich aufheben, ich will nichts verschwenden mit dem Schwarzeichenholz. Und zwar könnten wir doch... Wenn wir es edel wollen... Einfach Glas als Veranda nehmen. Ich meine, wer mag kein Glas? So, dann machen wir die Schwarzeichendinger hin. Und da kommt noch... Moment... Flupp. Das war nochmal ein astreiner Schlag. So, da kommt nämlich jetzt das gebrannte Lehm zum Einsatz. Ich pack mal das Gold... Warum habe ich eigentlich Gold und Kohle dabei? Keine Ahnung. Das Gold habe ich sicher dabei, weil ich damit... weil ich das brennen wollte für die Dorfbewohner. Warum ich die Kohle dabei habe, fragt mich nicht. Ich bin genauso ahnungslos wie ihr. Ich sehe nur, also ich höre mich nur ahnungsvoller an. Weil ich versuche, irgendwie professionell zu wirken. Was mir dann meistens doch nicht gelingt. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Zu tun, als ob. So. Die Leute glauben mir das im Endeffekt noch. Aber das ist doch wirklich so. Ja, stimmt. So. Okay, jetzt aber mal ernsthaft hier. Ich kann bei solchen Themen nicht ernst bleiben. Vor allem, wenn ich sage,
wenn ich sage jetzt mal ernsthaft hier, dann komme ich mal als recht bekloppt vor. Ich packe jetzt hier mal zwei davon rein. Und dann kommt da... Habe ich den Schwarzeichensetzling noch dabei? Nee, habe ich nicht. Kann ich... Nein, geht nicht, schade. Haben sie noch nicht implementiert. Porzellansternchen vielleicht? Ja. Warum nicht? Okay, gut. Was mache ich jetzt noch hier auf dem Balkon? Ich könnte hier ein paar Bänke hinzimmern. Flupp, am besten aus dem Holz, würde ich mal sagen. Ich probiere es, Moment. Und zwar... Ich muss gleich gucken. Wenn ich den Tisch jetzt, sagen wir mal... Ich stelle den Tisch dahin. Dann packe ich da das hin. Jetzt bräuchte man natürlich... Ach, Wolle, siehst du mal. Haben wir 6 Wolle. Und haben einen Tisch, da mit Bänken stehen. Jetzt müsste ich natürlich noch mal ganz kurz Schilder machen. Das schaffe ich aber auch. Da bin ich in der Lage zu, glaubt mir das ruhig.